Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast. Nachdem uns liebevoll der Fahrstuhl weggefahren ist das letzte Mal, sind wir nun hier unten gelandet. Oh, ach nee, ach so, ist wieder der Fahrstuhl. Oh, meine Güte. Das sieht ja aus wie in so einem... Oh Gott, das... Ach du meine Güte, das sieht ja aus wie in so einem Gletscher. Wie in so einem Berggletscher, oder? In so einem Berg drinne. Das Zoom war wieder nicht echt, das war meine Maus. Ach du meine Güte, das ist doch hier der Ort, wo die da zerhäckselt wurden, oder? Das haben wir doch schon mal gesehen. Notizen. Wir haben uns eine Notiz gemacht. Unter dem Berg. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, genau, das habe ich auch gerade gedacht. Sehr gut, wie schön unsere Gedanken schon verschmelzen. Wer auch immer meine Leiche findet, trauen Sie keinem und sagen Sie es allen. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, das behaupten nur Verrückte. Aber ich bin so zurechnungsfähig, wie es die Welt erlaubt. Und ich habe eine Kamera voller Beweise, die zwar kaputt ist, Mutti jetzt bezahlt, hoffentlich ist noch Garantie drauf. Das ist kein Evangelium, es ist ein absurder Spott. Lassen Sie die Welt wissen, dass das Murkoffs Fehler ist. Begraben Sie die Bastarde mit meiner verstümmelten Leiche. Okay, unser Protagonist macht sich schon bereit zum Sterben, würde ich sagen. Ach du Scheiße, hier war das doch, wo die von dem Wallrider, ne, von diesem Geist zerhauen wurden. Sind wir echt in so einem Gletscher drinne? Oh, Scheiße. Ah, da liegt ein Dokument. Okay, wir lesen erstmal ein Dokument. Der Stolz des Wissens. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary Shelley, 1818 anonym veröffentlicht. Kapitel 23, Auszug. Oh Mensch, so rief ich, wie verblendet verharrst du doch in deinem Weisheitsdünkel. Genug, ihr wisst ja nicht, wovon ihr redet. Zornentbrannt und aufgewühlt stürzte ich von dann und kehrte nach Hause zurück, um über geeignetere Schritte nachzusinnen. Was sagt uns das? Das sagt uns, geh nach Hause, denke über dein Leben nach. Fang vielleicht nochmal ein Studium an. Nein, oh Gott, scheiße. Und meine Fußspuren. Immerhin, wir haben meine Fußspuren als Zeugen und eine kaputte Tür. Ist die offen? Ja. Können wir durch? Oh Gott, es ist schon wieder so dunkel. Nein, und es speichert zwischen. Das heißt, nichts Gutes wird mit uns geschehen, Freunde. Nichts Gutes passiert mit uns. Du bist tot? Ja, du bist tot. Okay, hier liegt ein Arm, der uns freundschaftlich die Hand reicht. Nein, oh Gott. Und hier liegen Gedärme und Füße, die uns... Man könnte sagen, nach draußen kicken. Ich weiß nicht genau. Okay, hier können wir nicht rein. Puh, oh Mann. Also das ist wirklich... Ich mag ja eigentlich dieses Maschinelle und sowas nicht, aber ich glaube echt... Morphogenic Engine Chambers. A002. Also ich mag ja so maschinentechnische Designs nicht. Also so Spiele, die dann so am Ende so mal so maschinell werden. Ach. Naja, das mag ich eigentlich nicht so wie Resident Evil 4, wo man auf dieser Insel ist zum Beispiel. Da wird es ja dann so maschinenmäßig. Das mag ich nicht. Aber hier ist es eigentlich ganz nett. Ich glaube, das Spiel geht dem Ende zu. Weil, ganz ehrlich, wir haben so ziemlich alles erreicht hier, was so an Schrecken möglich ist. Mich würde es wundern, wenn wir hier nicht dem Ende zugehen. Denn das Spiel hat, glaube ich, wirklich ein Lob verdient für diese Atmosphäre und diese ganze Aufbauung von Spannung und das Halten. Also ich bin wirklich richtig begeistert von diesem Spiel. Das ist seit langem, seit wirklich lang, seit, ich sag mal, seit Amnesia The Dark Descent. Oh, da ist eine Notiz. Wow! Och, Kamera, Alter. Ey, nee. Ist es mal wieder ein Spiel, was mich richtig fesselt und richtig festhält, muss ich wirklich sagen. Gut. Obduktion nach dem Tod. Projekt Wallrider. Obduktionsbericht, bla bla bla. Formhinweis, alle Inhalte müssen umgeschrieben und überarbeitet werden, um den rechtsverbindlichen Anforderungen der Akten der Murkoff Corporation zu entsprechen. Siehe Formular, bla bla bla. Autor Jennifer Rowland. Anmerkung. Meine 14. Autopsie eines Wallrider-Patienten. Es gibt keine Anzeichen, dass diese Therapie bei ihm sicher angeschlagen hat. Bei ihm besser angeschlagen hat als bei den anderen. Die Zellimmigration
Die Zellmigration und Morphogenese hat leicht zugenommen mit leicht ähnlichen Effekten wie beim menschlichen Wachstumshormon, aber nichts, was auf die stabile Schaffung eines empfindungsfähigen, unabhängigen Schwarms hindeutet. So müde. Zweifle an meinem Urteilsvermögen. Werde einen weiteren Urlaubsantrag stellen. Die psychologische Belastung, mit so weit fortgeschrittenen und gereizten Patienten zu arbeiten, ist größer, als ich bewältigen kann. Werde vorschlagen, weniger Hoffnung in die Welt hergeholten Theorien als... Mein Gott, je länger das Spiel fortschreitet, desto schlechter ist meine Lesequalität. Werde vorschlagen, weniger Hoffnung in die weit hergeholten Theorien eines senilen Alten zu stecken und stattdessen einen einfacheren mechanischen Antrieb zu verwenden, der hauptsächlich auf Sperma-Protein basiert. Werde auf jeden Fall eine stärkere chemische Fixierung ansprechen. Die Murkoff-Sicherheitsleute haben Patient 921 getötet, indem ihnen die Beruhigungsmittel, die für ein ganzes Hockeyteam ausreichend gewesen wären, nichts anhaben konnten. Ich fürchte, die Hormontherapie und unsere chemischen Fixierungen haben eine gegenseitige kontraproduktive Wirkung. Okay, also wir finden ja wiederholt Dokumente von irgendwelchen Ärzten über irgendwelche... Und wir sprechen schon wieder zwischen über irgendwelche psychologischen und, wie heißt das nochmal? Und die körperlichen Zustände. Wie heißen die körperlichen Zustände mal? Das Geist ist psychologisch und körperlich ist... Oh Gott. Was ist hier los, hä? Oh! Okay. Notizen. Morphogenetische Formel. Das ist der morphogenetische Antrieb. Einige mathematische Zeilen. Ein Algorithmus. Programmiert uns neu. Verwandelt uns in Albtraumfabriken. Einige wenige Zahlen auf der Tafel. Ich brauche eine Säge, um ein paar ungestörte Stunden mit der Leiche von Dr. Wernicke. Und ein paar ungestörte Stunden mit der Leiche von Dr. Wernicke. Ich bin ihm noch was schuldig. Ich kann es nur immer wieder sagen, das soll keine böse Kritik sein, aber unser Protagonist, na klar, man hat dann bestimmt diese Fantasien. Ich möchte mich da gar nicht reinversetzen. Oh, da geht's raus. Guck mal, es ist Tag. Oh, nee. Och, Mann. Nämlich, ich glaube, unser Protagonist ist noch viel zu gesund irgendwie. Es wirkt noch alles zu... Er wirkt noch zu sehr bei sich selbst. Sagen wir es mal so. Was ist hier los? Nicht. Okay, nichts. Huh. Oh Mann, und es ist schon wieder so dunkel. Ich mag Dunkelheit nicht. Was? Wow! Wow! Nein! Wow, wow, nein, das ist der Wolf. Nein, der verfolgt uns. Oh Gott, wo muss ich hin? Wo muss ich denn hin? Fuck! Zack, und ich hab die Tür zugemacht? What the hell? Nein, ich bin kein Schwein. Nein, geh weg. Geh weg, nein. Ja! Was? Was geht denn hier ab? Was geht hier ab? Das steuere ich jetzt nicht. Das macht es von ganz allein. Alter! Wow! Wow. Tod des Soldaten. So stirbst du also. Von innen heraus in Stücke gerissen. Dein Innerstes aus einer Betonwand verteilt. Du bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Und so wahr mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht eine andere gefunden hast. Ach du Scheiße. Ach du meine Güte. Okay. Das war der Dicke, würde ich sagen, der uns immer verfolgt hat. Legen wir kurz eine Gedankenminute ein. Nein. Und wo muss ich jetzt hin? Ach ne, Moment, da wo der Wallrider herkam, oder?
Also hat der Wallrider mir ja jetzt praktisch geholfen, oder? Was geht denn hier ab? Oh ne, hier will ich nicht lang. Lass mich in Ruhe. Oh Mann. Ich bin doch... Was? Was? Oh, da ist die Tür auf. Da ist die Tür auf. Ives, was? Ach, nein, lass mich raus. I'm supposed to be dead. No, no such luck. I am older than sin, but somehow the only one left. Bist du Wernicke? Und da hinten ist ein Bild von Prometheus. He may think I'm his father. He certainly loves me, the poor idiot. Do you know what this symbol represents? Ach, dieses drei. Nanohazard. Microscopic machines. Technology we have had for decades but never mastered. Bist du so wie Hawking? Ah ne, du kannst nur normal reden. Turning the cells in the human body into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules. But through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. You have to stop him to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him. Ach, du Scheiße. Billy ist also der Wallrider, oder was? Oh, was? Those fascists thought it was spirits. And I let them believe it. Let them kill themselves, thinking there was some kind of afterlife now empirically promised. Oh, Leute. Fools. Poor Harry. Fools. He would weep to see what I've built from his dreams. Billy doesn't mean harm. He's a child with a damaged mind. Granted the powers of a god. It would make any of us into a monster. You must end this. You all must die here. Also, ich werde hier garantiert nicht sterben. In the corporation's mind, we all just dollar amounts in a ledger. Man hört übrigens, glaube ich, an dem Akzent, dass der Wernicke sein soll. Weil er spricht ja kein korrektes Englisch, so in dem Sinn. Also, korrekt schon, aber... The morphogenic engine is self-perpetuating. Mit deutschem Akzent, würde ich fast behaupten. Okay, wir wollen nicht so viel Zeit verlieren. Wir sollen ja Billy töten. Oh, scheiße, ey. Oh, nee. Billy ist also jetzt ein Patient und der ist der Wallrider, oder wie? Gott, also so langsam kapiere ich auch die Geschichte nicht mehr. Okay, hier nicht lang. Ach, scheiße. Und es ist so dunkel. Okay, hier kann man uns entgegen. Nee? Hä? Wo muss ich denn hier lang? Entschuldigung mal, wenn ich fragen darf. Hallo? Ist hier irgendwo ein Schacht? Hallo? Ah, die Lampe leuchtet ja hier. Können wir hier rein? Hallo? Nö, können wir nicht. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Moment, hier sind wir ja hergekommen. War hier noch irgendwo... Nö, hier ist nichts. Meine Güte, Leute, Leute, Leute. Hä, und jetzt ist die Tür zu, oder was? Verarschen kann ich mir auch alleine. Ach, hier ist plötzlich die Tür auf. Och, meine... Was? Nein! Okay,
Okay, was ist hier? Ach ja. Das ist unser Lieblingsszenario. Und wieder ein Mülleimer, nur mit einer Tüte und nichts drin. Die Duschen, da liegt ein einzelnes Bein. Hey, hier ist ein Schwarzer, oder? Oder hat er nur Handschuhe an? Ich wollte gerade sagen, das wäre dann der erste Schwarze, den wir hier sehen im Spiel. Böse Zungen würden sagen, er ist der Quotenschwarze. Aber nein, das sagen wir natürlich nicht. Nischt. Ach, meine Güte, Leute, Leute, Leute. Hier sind Fußspuren nach draußen. Scheiße. Hier vorne war noch eine Tür. Okay, was ist hier drin? Ich weiß nicht, ob es noch nötig ist, dass wir hier wirklich Batterien finden möchten. Aber ich gucke einfach mal nach allem, was ich uns offenbaren möchte, sagen wir es mal so. Okay, was ist hier hinter? Noch ein Klo, super. Mit Gedärmen und so. Das ist ja noch viel besser. Wow, oh Mann. Hör auf, Kamera. Und ein Waschbecken voller Blut. Das macht total viel Sinn, weil das andere Waschbecken total leer ist. Und ein Klo mit grüner Füllung, oder das sind nur Lichteffekte, die ich falsch interpretiere. So oder so, oh mein Gott, ich sehe schon wieder, die Zeit ist rum. Ich hoffe, dass dann, wenn das hier wirklich dem Ende zugeht, der nächste Part nicht ultra kurz wird. Ansonsten sage ich euch, ohne dass ich dabei ranzoome, sondern das ist mein Computer. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!